Also, weiter geht's. Große Anoschkin auf der Bahn 2, dann Anton Novakovic aus Kroatien. Ich hatte es gesagt, kein deutscher Starter in diesem Feld. Das hat gar keiner gemeldet. Auch das hier eine nicht-olympische Strecke, zuletzt in London 2012 olympisch. Fernando Pimenta, gestern Sieger über die 1000 Meter Strecke. Auf der Bahn 9 dann der Franzose Hubert. Und in der Mitte, da hatten sie gesehen, auf der Bahn 6, der Mann, der jetzt als letzter gleich hier in den Startschuh hineinfahren wird. Das ist René Paulsen aus Dänemark, der Favorit. Schaut mal, wie nass der ist. 500 Meter, das ist seine Distanz. Das ist ein bisschen so wie bei Martin Fuchser im Kanadier. Gestern, da war er Zweiter über 1000 Meter. Über 500, da will er gewinnen. Das vierte Boot von unten, der Däne René Paulsen. Der zweite von unten, der Europameister über 1000 Meter. Aus Portugal, Fernando Pimenta. Starker Auftritt, guter Start des Spaniers Roy Rodriguez. Die rote Bootsspitze hier in der Mitte des Bildes. Nicht so gut weggekommen ist René Paulsen. Darüber noch der Tscheche im Bienenboot, gelb-schwarz. Und ganz oben auf der Bahn 1 auch der Ungar, Balint Kopasz. Noch gut im Rennen um die Medaillen. Und es geht ja nur über die 500 Meter. Es ist nicht so ein taktisches Rennen für die doppelte Distanz, die 1000. Jetzt also bereits Halbzeit des Rennens. Der Spanier vor dem Tschechen, dann der Russe und dann René Paulsen, der jetzt aber kommt, der sich nach vorne geschoben hat, im Moment vielleicht schon in Führung liegt. Hier der Blick der Kamera auf den starken Dänen, Weltmeister 2015. Europameister auf dieser Strecke ist übrigens im Moment noch Tom Liebscher. Aber er ist ja im K1 über die 1000 gestartet. Also, starker Auftritt von Paulsen. Aber auf der Bahn 2, der Russe Anoschkin. Diese beiden sind vorne. Dazu noch der Tscheche Jakub Zavrel. Das ist ein ganz knappes Ding. Alle auf einer Länge. Und der Tscheche hat's gemacht. Ich glaube, er hat es auch gesehen. Jakub Zavrel. Fünf Mann auf einer Linie ins Ziel und er hat es geschafft. War schon im Vorlauf sehr stark. Deswegen ja auch die Bahn 5, aber dass er hier im Finale Paulsen noch abfängt und auch den Russen Anoschkin, das ist eine Top-Leistung. Auch er, der Tscheche ja, hat die WM im eigenen Land vor Augen. Der Mann aus Weißrussland, den haben wir erst gar nicht gesehen, hat sich dann nach vorne geschoben, hat sich hier den zweiten Platz mit einem starken Endspurt gesichert. Ja, war schwer zu erkennen, da, wer da auf die Plätze 2, 3 noch gekommen ist. Der Russe lächelt, hat erst noch aufs Podium geschafft. Wir warten mal das offizielle Ergebnis ab. Alle schauen auch nach oben zur Anzeigetafel, um zu sehen, hat es nun gereicht oder nicht. Hier nochmal der Start des Ungarn, Kopasz. Köpos, wenn man ihn eigentlich richtig aussprechen müsste. Und ja, dann im Ziel. Aus dieser Position überhaupt nicht einzuschätzen. Also Platz 1 für den Tschechen, Rang 2 für den Mann aus Weißrussland. Ja, und er ist geschlagen.
René Paulsen, der 28-jährige Zimmermann. Rang 3, immerhin noch für ihn. Und jetzt schauen Sie mal auf die Abstände da hinten. Da geht es im Hundertstelbereich zu. Ganz, ganz eng. Die ersten 5 zusammen. Dann die große Lücke zum Spanier. Sieg für den Champion.